Katze, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Local Heroes hier bei FS1 in den heiligen Hallen des Rockers. Wir sind heute bei einer Ausgabe von Local Heroes, wo es etwas härter zur Sache geht. Es steht heute ganz im Zeichen des Metal und da begrüße ich jetzt schon die erste Band, Outlawed. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Dann würde ich euch kurz mal bitten, euch vielleicht kurz vorzustellen für die Nichtwissenden im Salzburger Metal-Szene. Ja, für die Nichtwissenden, also Epic Wild West Metal nennen wir unsere Musik. Es ist eigentlich eine coole Mischung aus Death Metal mit Melodien und einer gewissen Hintergrundgeschichte einfach, die wir irgendwie über die Zeit ausgearbeitet haben. Und ja, geht eigentlich darum, die Sau rauszulassen und Spaß haben. Ist das jetzt die Hintergrundgeschichte oder gibt es dann noch eine Geschichte? Die Hintergrundgeschichte existiert. Sie wurde in durchzechten Nächten geschrieben, beziehungsweise ich habe mich eingebunkert und 3 Monate eine Geschichte geschrieben und irgendwann haben wir es gedacht, ja, um das herum bauen wir unser Konstrukt und eigentlich erzählen wir einen roten Faden und deswegen gibt es auch richtig Power auf der Bühne. Ja, ihr arbeitet ja auch mit Konzepten und ich habe mir gedacht, es ist Western Metal. Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt wie in Wild Wild West. Kommt das hin? Ja. Oder Burning Man oder Mad Max so in die Richtung. Das Problem haben wir oft, also die Redneck-Schiene ist nicht so unser Ding eigentlich. Also wir haben uns das unfreiwillig ausgesucht. Also die eigentliche Geschichte ist so, dass wir immer schon gerne, wirklich gerne zu epischen Melodien und so im Proberaum, in unserem kleinen rauchigen Proberaum uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben und ja, irgendwann haben wir uns dann gesagt, der Schlagzeuger und ich, ja, wir müssen da eine Geschichte machen, die wirklich mal repräsentiert, was wir denken und nicht nur in irgendwas etwas hineininterpretieren, sondern wir wollen das sehen, wir wollen, dass das funktioniert. Und dann ist es eigentlich von da ab nur mehr darum gegangen, dieses Konzept auch irgendwie zu realisieren. Und ja, jetzt, Jahre später, haben wir wirklich an einem Punkt, wo ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert auf der Bühne. Und auch auf CD. Ja, um jetzt Klischees auszuräumen und dann nicht die Wild Wild West Bilder im Kopf zu haben, was ist das für eine Geschichte? Kann man das verraten oder wird das jetzt ein bisschen so also, das zerstören? Oder das wird es überhaupt nicht zerstören. Die Geschichte liegt bei vielen unterm Sofa und dass der Tisch nicht so wackelt, man kennt das. Also ich habe die Geschichte einmal ausgeteilt und es war sehr cool und wir, okay, ich fange mal an hier und bla bla und dann kommt es aber so weit, dass eigentlich die meisten die Geschichte noch nicht vollständig durch haben, aber wie gesagt, wir arbeiten uns hierhin durch, denn das nächste Album ist ein Konzeptalbum, aber die Geschichte existiert und du willst Details wissen draus, oder? Ja, es ist ja das letzte Album, glaube ich, von, wann war das Album? A Wagon Load of Justice. Genau. Ist das dann, also wie gesagt, da kommen im Kopf eigentlich gleich so Bilder dazu. Das ist sehr gut. Stimmen diese Bilder? Diese Bilder stimmen. Aber ja, ich kann es mal kurz umreißen, also es geht um im Grunde geht es immer bei uns um das Einer-gegen-alle-Konzept, weil es sehr interessant ist. Es geht um einen Mann, der unschuldig zum Galgen geführt wird, so fängt die Geschichte an und es webt sich alles drumherum, dass er zwar fliehen kann, aber weder den Grund noch die Auswirkungen dieses Ereignisses kennt und er ist nach der Flucht auf sich allein gestellt und seine Familie befindet sich in dieser Stadt, alles, was er aufgebaut hat, befindet sich in der Stadt. Und er weiß, er kann nur in diese Stadt zurückkehren, wenn er eine Armee hinter sich hat. So, ja, so fängt die Geschichte an und es weben sich viele interessante Geschichten um das. Und es findet ein sehr episches, offenes Ende, genau richtig für eine Konzept-CD. Ja, ich glaube, ich kann mir das jetzt musikalisch schon ganz gut vorstellen. Ihr seid ja jetzt dann gleich auf der Bühne des Rockers zu sehen. Ihr seid aus dem Bongo, wenn ich das richtig höre, oder zum Teil? Mittlerweile nicht mehr. Tennengau, Salzburg. Tennengau, Salzburg, Bongo. Wie sind die Metal-Szene so zu beurteilen? Von eurer Perspektive aus. Was soll man sagen? Es gibt wahnsinnig viele Gruppen in Salzburg und Umgebung. Ich selber arbeite oft da als Techniker und ich glaube immer, ich kenne schon alle Bands, aber es gibt immer wieder noch viel mehr. Also die Szene ist da, nur ich glaube, sehr viele Bands sind einfach wenig bis gar nicht bekannt. Das ist das Problem, aber zum Glück sieht man das schon noch, wenn ein bisschen größere Bands ins Rockhaus zum Beispiel kommen, ist schon die Hitten immer voll sozusagen. Also es gibt schon eine Szene in Salzburg, aber wie das dann abseits von Salzburg ausschaut, ich glaube, das wissen wir auch nicht so genau, wie es jetzt genau im Lungau oder im Pinzgau oder
Also ich weiß, dass zum Beispiel in Oberösterreich sehr viel los ist, metalmäßig. In Salzburg weiß ich es nicht so genau, oder weiß nicht, ob ihr mehr wisst wie ich. Aber ja, vielleicht kann ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ja. Tobias übrigens spielt Bass. Ich bin vorgestellt. Also ich hätte gefragt, so wäre es nicht gewesen. Nein, ich bin nicht vorgestellt. Hannes, wer bist du, Hannes? Der Sänger. Ja, verzögert es deine Geschichte. Okay. Nein, ich wollte nur kurz dazu sagen, noch, was mir halt immer auffällt, ist, es gibt zum Beispiel in Salzburg immer sehr viele kleinere Bands, die aber qualitativ sehr, sehr hochwertig sind, sehr gute Musik machen, sehr gut spielen, technisch extrem versiert. Nur den genauen Grund weiß ich nicht, warum das so ist, aber die Leute tun sich sehr schwer, dass sie ein bisschen einen Erfolg mit dem Ganzen haben. Also auch wenn du wirklich voll Gas gibst, dich voll reinhängst, es wird schwierig. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so die österreichische Krankheit. Also hin und wieder funktioniert es super, wo's wirklich, wo der Flow drinnen ist und wo man auch merkt, da tut sich was. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen sperrig. Wenn man das ja, im Punkto Pop gebe ich da recht. Also da gibt es oft Bands, die irgendwie den Absprung schaffen. Aber gerade im Metal-Bereich, das ist in Österreich echt ziemlich hart. Im Metal ist der Banger halt ausgedünnter. Das kann sein, aber wie gesagt, also im Metal-Bereich, das ist da mal eine Band von null auf nichts in Österreich, das ist schwierig. Ja, deshalb ist es ja dann auch gut, zum Beispiel heute beim Local Heroes, dass wirklich immer ein Schwerpunkt wieder ist mit Metal, weil ich glaube, die Leute wollen es ja auch, also das Publikum ist ja auch da, das heißt, let's make Metal great again. Das werdet ihr heute machen. Du hast das. Das werdet ihr heute machen auf der Bühne. Die letzte Frage ist immer so ein bisschen leicht philosophische Frage. Was ist denn der Anspruch an eure Musik? Welchen Anspruch habt ihr an eure Musik? Was soll Outlawed für euch sein oder vielleicht auch fürs Publikum? Also unser Ziel, das wir wirklich erreichen wollen, was wir auch gemerkt haben, dass es gar nicht so leicht ist, ist eben genau das, dass Leute die Muse und die Geschichte kennen und man sich auf der Bühne mit den Leuten gemeinsam quasi durch eine Geschichte bewegen kann. Da sind dann so epische Melodien walzen, was wir haben, so die Breaks und alles Mögliche mit dem Text und man weiß den Handlungsstrang. Also da ist dann, das ist irgendwie wie Magie, ich habe es schon ein paar Mal gehabt und ist es das, was ich erreichen will eigentlich mit der Musik. Und es ist eigentlich nur genau das, warum ich es noch mache, weil ich mache es nicht, um groß zu werden oder um, keine Ahnung, irgendwas zu verdienen, aber ich mache es nur, damit irgendwie mit den Leuten, was interessiert, mich gemeinsam durch die Geschichte bewegen kann, irgendwie so. Also irgendwie so, man geht auf die Bühne und erzählt quasi eine Geschichte und die Leute sind dabei und gehen mit dir quasi da durch. Ja, es ist cool. Die ein bisschen eingeweiht sind, sage ich mal, die haben mehr Spaß, weil die verstehen ein bisschen mehr, halt einfach weil sie die Hintergründe ein bisschen kennen. Genau. Ja, dann hoffentlich haben wir einen Teil der Aufklärungsarbeit getan. Ihr seid jetzt dann gleich auf der Bühne und dann kennen sich die Leute ein bisschen besser aus und so mit diesem Wissen entlassen wir euch jetzt zum Konzert von Outlawed. Viel Spaß!
Fools Gold! Thank you.
Wir sind zu fünf. Für alle, die uns schon kennen, Mr. Tobi Langthaler, meine Damen und Herren. Am nächsten Lied. Am nächsten Lied, wie das alle mit uns mitgeht. Da in der Mitte, da vorne, überall. Das heißt, Wages of a Gun's Lingerie. Thank you.
One, two, three, four.
Das ist eine geile Party und an der Stelle einen fetten Applaus für unsere Freunde von der Warning Storage. Und ist egal, bitte. Das nächste Lied. Das nächste Lied ist ja dann, dass man unterliegt. Und auf den Scheiße geboren ist. Wenn immer wieder aufsteht und so viel Neid erwähnt. Das ist ein Kuff. Und wenn die jetzt einfach mal fortschreiten. Und das ist with the end in sight. Thank you.
Thank you.
We are.